Ja, willkommen zurück zum letzten Part der Booster-Unboxings von Match Attacks 13-14. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir nochmal welche holen werde oder ob ich den Rest ein bisschen tausche oder erkaufe, ich weiß es nicht. Aber das sind auf jeden Fall jetzt nochmal 5 Booster. Ich bin gespannt, was wir noch kriegen und ich werde dann so eine kleine Endabrechnung machen und werde dann in die Kommentare schreiben, wie viele Matchwinner etc. wir bekommen haben. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben, auf jeden Fall mache ich eine Endabrechnung. Wir haben Strobel, Ginter, Brouwers, dann für Stuttgart Schwab, Caligiuri, Manuel Neuer mit einer 90. Da hat man hier 18 mal weiße Weste. Heute kaum vorstellbar. Und Akpala für die Bremer. So, zwei, also wenn das jetzt die gleiche Clubkarte ist. Also die hier ist auf jeden Fall von Leverkusen. Ey, wenn die jetzt auch von Leverkusen ist, dann... Oh, ist von Kaiserslautern, Gott sei Dank. Naja, wenigstens etwas. Aber Leute, zwei Powerkarten in einem Booster. Also eher zwei Logos in einem Booster. Das ist schon... Das ist ja fast so schlimm wie Clemens Fritz, den ich jetzt schon zum dritten Mal... Wenn ich ihn noch ein viertes Mal ziehe, ey, dann wird's lustig. So. Wir haben hier... Virinha. Dante mit einer 90. Krass. Gnowski, Lakic, dann Fernandes, Kruse bei Gladbach noch, Hosogai und Schieber. So, die Clubkarte ist von Energie Cottbus. Und dann haben wir hier einen Matchwinner von Rüdnefs für die Hamburger. Komm, ein Matchwinner ist noch drin. Wenn ein Matchwinner noch kommt oder eine Club 100, dann bin ich zufrieden. So. Wir haben hier Sydney Sam, dann Grech, Kaplani, Huschti. Dann haben wir zwei Powerkarten tatsächlich. Niemeyer, Subotic, Ludwig und Klaus. So, die erste Powerkarte ist Starspieler Ronny. Und Nummer 2 ist Bauer Matchwinner. Auch schon gehabt, glaube ich, im letzten Unboxing. Also, ja, viele doppelte Matchwinner dabei. Also, das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür kann auch ruhig nochmal gerne einer kommen. In diesem Fall leider nicht. Das ist die Clubkarte von Hertha. Dann haben wir hier Franck Ribéry. Militz, Jung, Leitner, Choupo-Moting, Vollner, Jong, Ringkong oder Einkong, keine Ahnung, und Ushida. Ja, also jetzt sollte noch mal ein Matchwinner drin sein und hoffentlich einen, den ich noch brauche. Wäre dann wenigstens ein versöhnlicher Bayern-Angriff, obwohl das ist nur eine Powercard, das kann eigentlich nichts Großes sein. Es ist Thomas Müller, Starspieler. Sehr nice. Und dann haben wir hier noch Benatira, Aubameyang, Saliovic, Memedi, dann Dogan, Andreasen, Staffelidis, Reisinger und Yaku. Also, was kann man abschließend sagen? Wir haben eine Hattrick-Heldenkarte gezogen, die eigentlich hätte gar nicht dabei sein dürfen bei den 20 Boostern. Andererseits bin ich ein bisschen enttäuscht, wenn man... das letzte Mal hatte ich, glaube ich, jeweils verschiedene Matchwinner. Also halt, ich glaube, wie viele waren das? Auch so 10 um den Dreh. Man hatte nicht einen doppelt und jetzt habe ich 3 insgesamt doppelt, einen sogar dreimal gezogen und hier... Bauer auch doppelt gezogen, also es ist schon ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Naja, an sich war es nicht schlecht. Ich muss gucken jetzt, wie das mit den Basekarten aussieht, ob wir da viele noch neu haben. Ansonsten, ja, schreibe ich nochmal in die Kommentare, was wir so ergattert haben. Aber ich würde jetzt sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich die ersten 20 Booster besser fand oder jetzt die zweiten, ja, da ist es, glaube ich, easy. Ich meine, Ribéry und Götze sind gleich zu zählen, weil die beiden eigentlich nicht hätten drin sein dürfen.
Aber wenn das jetzt nach den Einzelkarten und nach den Matchwinnern geht, ganz klare Geschichte, waren die ersten 20 Booster besser. Aber wir geben nicht auf, ich will das Ding vollkriegen. Und ja, wer weiß, wenn ihr Bock habt und den Like-Button sprengt und es euch gefällt, dann mache ich auch gerne nochmal, dass ich mir nochmal 20 Booster bestelle und ja, mal gucken, was wir dann so ergattern können. Aber ich hoffe erstmal, dass euch diese Parts gefallen haben. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Und checkt die anderen Parts auch noch aus, falls ihr sie nicht gesehen habt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Unboxing, Talk, etc. Und ciao.